So, es ist Viertel nach neun. Es ist nicht wirklich sonnig. Aber natürlich warm. So, ich muss zu Walmart. Ich habe gestern Abend noch rumgestöbert bei diesem Marketplace. Garagen, Verkäufe und so weiter. Und da habe ich Hanteln gesehen. Und die wollte 35 Dollar für haben. Da habe ich gesagt, ich gebe dir 20. Und dann meinte die, okay, auf Amazon kosten die 50 Dollar. Da habe ich gesagt, ja gut, das ist ein guter Deal. Außerdem, ja, meine Arme werden immer dünner. Ich muss ein bisschen trainieren. Von daher hole ich mir die jetzt ab. Und das will die auf dem Parkplatz bei Walmart. Ja, und dann habe ich hier gestern auch noch gestöbert mit der Lien zusammen nach einem Coffee Grinder. Alexa, stop. Und zwar, das war auch ein Drama. Da habe ich gestern bei Walmart geguckt und der günstigste war 50 Dollar. Und jetzt kriege ich einen für, ich glaube, 20 Dollar oder 21 Dollar. Der soll ganz gut sein. Es ging hin und her. Boah, Krups. Sollte erst her, dann Müller Austria, also europäische Marken. Und jetzt wird es einfach einer von Mr. Coffee. Der soll morgen schon ankommen, obwohl ich den gestern Nacht mehr oder weniger bestellt habe. Ja, ich habe ja diese komischen, diese Fehlbestellung da. Chibo, ganze Bohne. Und vielleicht, wenn das wirklich gut ist, steigen wir dann irgendwann auf die ganze Bohne um. Das soll ja wirklich besserer Kaffee werden dann. So, jetzt gibt es erstmal Kaffee und dann geht es auch zu Walmart und dann müssen wir gucken. Ich bin ja offiziell auf Standby, das heißt, ich muss ready sein, wenn ich muss. Aber es wäre das erste Mal, dass ich dann wirklich los müsste. So, da bin ich unterwegs. 27 Grad mittlerweile. 30 soll es halt werden. Und es klappt langsam auf. So, ich hoffe, ich bekomme heute keinen Anruf und muss zu Blue Hawaiian. Morgen arbeite ich ja wahrscheinlich den ganzen Tag und dann ist abends um 5 das Dinner. Geburtstags- und Abschiedsdinner von Lauren und alle Mitarbeiter von Blue Hawaiian, die Zeit haben, die kommen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier die Verkäuferin finden, die hier irgendwo auf dem Parkplatz von Walmart mit meinen Hanteln wartet. Also eine Sache habe ich schon entdeckt, die bei meinem neuen Phone nicht so gut ist wie bei meinem alten. Das alte, das hatte so ganz kleine Lichter und das blinkte grün, wenn eine neue E-Mail oder SMS angekommen ist, und rot, wenn es langsam an der Zeit ist, es nachzuladen. Das hat überhaupt keine Lichter. Da weiß man nie irgendwie Bescheid. So, jetzt bin ich auf dem Parkplatz. Tierisch was los. Ich habe keine Ahnung, wie ich die finden soll. Ich muss mal gucken, wie die heißt. So, wir haben uns gefunden. Ich habe die Hanteln, aber 10 Pfund. Ja, die sehen ja wirklich aus wie neu. die sind ganz schön leicht. Ich dachte, ich hätte 10 Pfund, das sind ja nur 5 Kilo. Aber gut, zumindest kann ich ein bisschen Training anfangen damit, wo die sehr, sehr leicht sind. Und jetzt holen wir nochmal kleine Blumentöpfe, denn ich glaube, die kleinen Benjaminis sind so weit in die Erde zu packen. Und ich glaube, die ganz kleinen Blumentöpfe, die kosten nur 35 Cent. Oh. Boah, es hat warm und schwül. Ja, die hätte mir die hatte noch so andere Gewichte. 5 Pfund, 2 Pfund, 7,5 Pfund. In Bund, und da wollte ich eigentlich auch 30 Dollar für haben. Und hatte mich gefragt, ob ich sie einfach, ob ich sie umsonst haben will. Dann habe ich gesagt, eigentlich kann ich sie nicht gebrauchen. Die liegen dann auch noch rum. Ja, und dann habe ich sie nicht genommen, obwohl es kostenlos gewesen wäre. Das heißt, dafür, wofür die eigentlich 65 Dollar oder so haben wollte, ich alles bekommen für 20. Naja, auf jeden Fall happy, dass er noch 20 Dollar für die bekommen hat. Und ich bin happy, denn die sind 50 Dollar wert. Und gesetzt im Fall, die wären irgendwie zu leicht, dann könnte ich die wieder einstellen und dann kann ich wahrscheinlich noch 5 Dollar Gewinn machen oder so. So, jetzt geht es noch kurz zu Walmart, wo der Teufel los ist. Und dann geht es wieder nach Hause. Wahrscheinlich ein bisschen Poker spielen, abhängen, Gartenarbeit. Und ich wollte mal die komplette Wohnung wischen. Ja, das ist der Plan.
Jetzt habe ich schon wieder $30 ausgegeben bei Walmart. Nur für ein paar Bananen, einen Spiegel, zwei kleine Pötte und Hustenbonbons. Aber einen Spiegel brauche ich. Ich will mir hinten so ein bisschen die Haare selber schneiden. Ich habe keinen Spiegel. Alles in Kalifornien. Und zum Friseur habe ich jetzt noch keinen Bock. So ab nach Hause. Haare schneiden, Garten und so weiter. So, die eine Ananas, die hat ja ein paar Wurzeln bekommen. Und die habe ich jetzt geviertelt. Genau wie auf YouTube beschrieben. Und alle diese Viertel haben noch Wurzeln hier. Und die sollen alle angehen und eine Ananas produzieren. Ja, die kommt jetzt einfach mal in die Erde. Und dann werde ich sehen, wie es läuft. So, ich muss ja die eine Ananas sowieso cutten. Und da versuche ich jetzt mal eine andere Technik. Und zwar, die waren ja vorher im Wasser und haben Wurzeln. Die hier noch keine Wurzeln. Also es gibt auch ein YouTube-Video, wo der das direkt in die Erde packt. Und das werde ich mal sehen. So, die mit dem längeren Strumpf. Die haben keine Wurzeln und im kürzeren, die haben schon Wurzeln. Und jetzt kommen die alle in die Erde und dann werden wir mal sehen, was angeht und was dann im Endeffekt schneller geht. Die anderen waren ja schon 2-3 Wochen im Wasser, das heißt, die haben einen kleinen Vorsprung. Mal sehen. So, das war's. Also bin ich wirklich sehr gespannt. Die müssten theoretisch alle angehen. So, ist kurz nach 3, Wäsche gewaschen, durchgewischt habe ich jetzt noch nicht, weiß noch nicht, ob ich es mache. Die Ananas habe ich geschnitten, da sind diesmal 2 Tüten draus geworden, ziemlich gut. Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass wenn man die Ananas schneidet, dann soll man die abwaschen, beziehungsweise ganz kurz unter fließendem Wasser halten und dann essen, sonst gibt es so ein krass komisches Bitzeln auf der Zunge. Und jetzt habe ich diesen Strom in der Mitte, ja, den schneide ich immer grob ab. Und dann nagel ich den wie so eine, wie ein Maiskolben rundherum ab. Und den habe ich abgewaschen. Der ist mir nämlich in den Bottich hier gefallen. Und meine ganze Zunge ist irgendwie taubbitzelt. Also jetzt weiß ich, wovon sie redet. Das hatte ich vorher noch überhaupt nie. Und komischerweise von dem Stück, was ich abgewaschen habe. Na, weiß ich nicht. Ja, heute Abend gibt es den restlichen Salat, den ich da noch habe. Mit einer Dose Thunfisch. Aber jetzt habe ich gerade einiges an Ananas gegessen, von daher brauche ich das jetzt erstmal nicht und wir haben auch erst kurz nach 3. Gerade ist das Schedule für morgen rausgekommen. 7 Flüge, also Maximum. Der erste um 8:10, der letzte um 3:30, das wird sich wahrscheinlich verzögern. Der Koji ist auch da für 3 Flüge. Na, dem kann ich ja vielleicht 1 oder 2 Flüge abtreten, aber eigentlich nicht. Ja, das ist ein krasser Schedule hier. Das wird der längste Tag. Ein CIO direkt am Anfang. Der CIO ist die lange Tour. Und dann noch 6 normale Touren. Mit QC, dem Helikopter, den ich bisher noch nicht geflogen bin, aber ist ja egal, die sind alle gleich. Wow, ja, und danach ist ja dann die Geburtstagsparty oder Feier, Dinner. Ja, muss ich mal früh ins Bett. Muss ich mir nicht mehr morgen um 4:30 aufstehen. 7:20 schon, jetzt gibt's Abendessen hier. Den restlichen Salat, 2 Stückchen Brot. Ich weiß nicht, wie gut das Brot noch ist. Das ist schon Ewigkeit im Kühlschrank. Das habe ich einfach im Ofen aufgewärmt. Ich hoffe, da war kein Schimmel dran. Und dann eventuell hier die Haare ein bisschen aus der rasieren, Dusche ab ins Bett. Ist noch nicht ganz klar mir, ob ich den ersten Flug um 7:05 habe oder um 8:10 ist der erste Flug. Das heißt, alles muss fertig sein um 7:30. 6:30 da sein, 6:30, 5:30, 5:00 aufstehen. Und dann natürlich fit sein. Einen elendig langen Tag. Aber vielleicht kommt ja ein bisschen Trinkgeld rein. Das ist dann immer sehr motivierend zwischendurch.